mein Name ist Helmut, komme aus Tirol und ich zeige in diesem kurzen Video, wie man Numb von Linkin Park als Instrumentalstück auf der Ukulele spielen kann. Ich beginne mit der ganz bekannten Einleitung. Ich spiele die ersten zwei Takte bis hierher. 3, 4. Dieses Zeichen bedeutet, dass ich ganz leicht auf die Ukulele schlage und dieses Zeichen bedeutet eine ganz kleine Pause. Ich spiele es jetzt noch einmal bis hierher. 3, 4. Und jetzt kommt das Gleiche noch einmal mit mehr Fülle. Ich habe also Akkorde beigefügt. Ich spiele den A-Moll-Teil bis hierher. 3, 4. Dann spiele ich ein F. C. Und zum Schluss dann ein G. Ich spiele vielleicht zum besseren Verständnis, damit die Melodie besser rauskommt. Die komplette erste Zeile. 3, 4. Noch einmal. 3, 4. Jetzt kommt kleiner Auftakt, eine Null. Spiele die ersten zwei Takte bis zu diesem F, jeweils einige Melodienoten beigefügt. 3, 4. Dann geht es weiter mit C. Mit C und G. Und dann wird es wiederholt. Ich spiele jetzt alle vier Takte. A-Moll, F, C und G. 3, 4. Wiederhole ich alles, spiele jetzt die erste Zeile bis zu dieser Stelle, also das Intro, dann diesen Teil A zweimal. 3, 4. Zwischenteil, F und G.
weiter mit A-Moll. C. F. Und G. Ich spiele alle vier Takte im Zusammenhang. Beginne mit A-Moll und ende dann mit diesem G. Also alle vier Takte. 3, 4. Oder ich spiele vielleicht diese Einleitung auch nach. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis zu dieser Stelle von hier weg. 3, 4. Von Anfang an bis zum Ende, also die komplette Seite. 3, 4. Und so weiter und so fort. Ich wünsche viel Spaß mit dieser tollen Nummer und bis zum nächsten Mal.